Die Feier gilt der Ankunft der 4 millionsten Tonne amerikanischer Hilfsgüter in Österreich. Sie wurde per Bahn vom Hafen Triest nach Wien gebracht. Diese 4 millionste Tonne wird von General Kies im Namen der Marshallplanbehörde symbolisch der österreichischen Bundesregierung übergeben, die sich mit Figl und Vizekanzler Scherf an der Spitze vollzählig eingefunden hat.